Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Unglaublich, nicht zu fassen, das waren die Worte von Roderich Kiesewetter, in meinen Augen ein Kriegspropagandist. Er riskiert für uns alle den Dritten Weltkrieg. Und damit hallo und willkommen auf meinem Kanal. Wir werden uns die Situation gleich mal genauer ansehen. Solltet ihr noch kein Abo haben, jetzt ist die Gelegenheit, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Das Übel des Ganzen ist Putin und sein verbrecherischer Angriffskrieg. Deswegen muss Russland gezeigt werden, dass sie so nicht weiter vorgehen können. Russland muss das Existenzrecht seiner Nachbarn anerkennen. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Es wird an der Zeit, dass die russische Bevölkerung begreift, dass sie einen Diktator hat, der die Zukunft Russlands opfert, der die Zukunft der russischen Jugend, auch der ethnischen Minderheiten opfert, dass dies ein Land ist, das im Grunde genommen den Krieg in die Welt trägt, statt eine Friedensmacht zu werden. Ich fasse es nicht. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles dafür tun, dass nicht nur Ölraffinerien durch die Ukraine in Russland zerstört werden, Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Man mag es nicht glauben, Mitglieder des Deutschen Bundestages treiben es doch tatsächlich auf die Spitze. Neben Agnes Strack-Zimmermann von der FDP ist Kiesewetter von der CDU, ein ehemaliger Oberst der Bundeswehr, einer der größten Kriegstreiber, die wir, neben vielen anderen, wie zum Beispiel Anton Hofreiter, im Bundestag sitzen haben. Ich höre immer nur, wir müssen weitermachen, wir müssen weiterkämpfen. Ja, dann kämpfen wir weiter, bis die Ukraine völlig zerstört ist. Ich hatte vor kurzem darüber berichtet, dass der grüne Politiker Anton Hofreiter tatsächlich der Meinung ist, dass man für den Ausfall der USA doch einspringen müsse und die auf Eis liegenden 60 Milliarden US-Dollar, das wären dann circa 56 Milliarden Euro, an die Ukraine auszahlen müsste. Uns allen sollte klar sein, wie Russland auf einen solchen Angriff der Ukraine wie Kiesewetter es propagiert reagieren würde. Und wir Deutsche stecken dann mitten drin. Wir sollen quasi noch für unsere eigene Hinrichtung bezahlen. Unsere Bundesregierung wird uns so im Prinzip, wie die Vorgängerregierung auch, zum Schlachtfeld führen. Wir erinnern uns an die Worte von Scholz und Pistorius, dass wir wieder kriegstüchtig werden müssen. Ist vielleicht etwas unhöflich von mir, das zu sagen, aber es sind teilweise ja Leute, die ein Gewehr nicht von einer Gurke unterscheiden können. Putin wird nicht nur als politischer Gegner gesehen, sondern als ein Feind, der unsere Lebensart zerstören will. Russland hat einen Verteidigungshaushalt von 85 Milliarden im Jahr 2014 gehabt. Der wurde dann im Jahr 2021 auf 66 Milliarden gesenkt, wobei die NATO die Rüstungsausgaben von 943 Milliarden im Jahr 2014, im Jahr 2021 auf 1.175 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Das ist ein Verhältnis von 18:1 für die NATO. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Aktie von Rheinmetall auf das 2,5-fache gestiegen. Der Rheinmetall-Chef Armin Papper-Gehr freut sich ganz besonders, weil er neben seinem Gehalt von 500.000 Euro, nicht jährlich, sondern im Monat eine 500.000 Euro, auch noch als Aktieninhaber hohe Gewinne einstreichen kann. Gemäß einer Aussage des Spiegel vom 15. April des vergangenen Jahres ist der Rüstungshaushalt nicht gekürzt worden,
Die Renten sind jedoch auf einem niedrigen Niveau geblieben. Viele Rentner müssen Flaschenpfand sammeln, um über die Runden zu kommen. Das Realeinkommen der Haushalte ist durch die Inflation und durch die Abgaben gesunken. In Grafenwöhr in der Oberpfalz wird den USA als exterritoriales Gebiet ein ausgedienter Truppenübungsplatz von 230 Quadratkilometern zur Verfügung gestellt. Darüber verfügt dann eine US-Militärverwaltung, die über Drohnen, Abschussrampen und ein Spionagezentrum, es soll das zweitgrößte der Welt sein, verfügen. Dort sollen Hyperschallraketen, die zweifach schneller sind als der Schall, stationiert werden. Diese Raketen sollen alle auf Moskau gerichtet werden. Im schlechtesten Fall können sie Moskau innerhalb von 10 Minuten erreichen. Es soll sich dabei um typische Erstschlagswaffen handeln, also um keine Verteidigungswaffen. Damit wird Deutschland in den Fokus der russischen Abwehrkräfte gerückt. Nicht zu vergessen sind Wiesbaden und natürlich auch Ramstein, die ein Ziel für die russische Abwehr sein könnten. Für Moskau wird es keine Alternative geben, wenn sie diesen Erstschlag überleben möchten. Wenn wir uns die Maßnahmen der NATO und der USA ansehen, dann werden wir feststellen, dass die Russen immer erst als Reaktion auf Maßnahme der NATO entsprechende Schritte eingeleitet hatten. So wie es der russische Präsident Wladimir Putin gesagt hat, hat Russland kein Interesse daran, Deutschland, Polen oder irgendein anderes Land auf der Welt zu überfallen. Was ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die Sie aus diesem Gespräch mit Herrn Präsident Putin aus Russland haben? Ich ziehe zwei Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis ist, er bestätigt das, was ich zusammen mit dem Professor Funke recherchiert habe, nämlich das Scheitern der Istanbuler Verhandlungen, die sehr weit fortgeschritten waren, bis zu einem Exemplar, das paraffiert war, das bestätigt er nochmal. Er hat das zwischenzeitlich mehrfach bestätigt, aber hier in diesem Interview macht er das auch noch einmal ausführlich. Das Zweite ist, er hat gesagt, wir sind immer zu Verhandlungen bereit gewesen und wir sind auch nach wie vor zu Verhandlungen bereit. Voraussetzung ist natürlich, dass die Unterstützung der militärische Unterstützung der Ukraine dann auch ein Ende hat. Der Einmarsch der Russen in die Ukraine hat eine Vorgeschichte. Er kann nicht damit gleichgesetzt werden, dass Russland beabsichtigt, uns oder andere Länder zu überfallen. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare, dieses Video auch teilen und liken, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.